Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu unserem 50 Abonnenten Special. Ganz recht, wir sind 50 Abonnenten groß und ich möchte euch ausgiebigst und gebürtigst für eure Treue, fürs immer wieder Zuschauen, fürs immer wieder Zuhören, fürs Dabeisein, für die lieben Kommentare, für die Komplimente, für die Tipps und Tricks von tiefstem Herzen danken. Wirklich wahr. Vor eineinhalb Jahren, als wir angefangen haben, als dieser Kanal angefangen hat sozusagen, habe ich mir das nicht erträumen lassen, wirklich nicht. Ich habe mir gedacht, ja, wahrscheinlich wird es eher nichts werden. Ich werde eher mit Hater voll gebombt werden und hatte eigentlich immer ein bisschen Sorge von Part zu Part, aber auf einmal kamt ihr alle nach und nach mit so vielen lieben Komplimenten und so einfach lieb, einfach herzlich. Mir fehlen die Worte. Ich kann mein Glück wirklich kaum fassen und ich möchte mich ausgiebigst wirklich bei euch allen bedanken. Ich freue mich wie ein Honigkuchenpferd, wirklich wahr. Und ich dachte mir, am besten kann man das doch in einem Café feiern, oder? Und was kommt da besser als unser eigenes Café hier in Sanctuary Hills? Freilich, es ist noch nicht ganz fertig, aber immerhin scheint die Sonne. Ich habe mir sogar extra für euch eine wunderschöne Sommerkleidung angezogen. Ja, und wir chillen in der Sonne obendrein. Also schönes Wetter haben wir, passt perfekt zu dem heutigen Feiertag. Für mich ist es ein Feiertag. Und ja, wie gesagt, ich habe es mir nicht erträumen lassen, wirklich. Ich habe es mir gewünscht, freilich, aber dass dieser Wunsch, dieser Traum wahr werden könnte, ich habe es mir ehrlich gesagt nicht zugetraut zuerst. Aber ich muss sagen, mit jedem weiteren Kommentar von euch, mit jedem Kompliment, mit jedem neuen Abonnenten von euch, ist mein Selbstvertrauen in diese ganze Sache weiter gewachsen und gestiegen und ich kann jetzt ein Leben ohne Let's Plays, ohne Twitch, ohne YouTube, ohne euch gar nicht mehr vorstellen. Wirklich nicht. Schön schmalzig, ne? Aber das soll schon so sein, das passt ja so, ist ja auch ehrlich gemeint. Und auf jeden Fall freue ich mich auf die nächsten 50 Abonnenten von euch. Auf weitere wunderschöne, wundervolle Parts in weiß Gott, was für Spiele wir noch entdecken werden, so muss ich sagen. Auf jeden Fall ist auch für die Zukunft, wenn es denn jetzt endlich mal fix ist, die Gilde 3 auf jeden Fall mal fällig. Fallout, Final Fantasy bleibt uns sowieso erhalten. Und ich bin gespannt, welche Überraschungen uns dann noch im Laufe des nächsten Jahres erwarten. Mhm. Auf jeden Fall will ich auch weiterhin Twitch machen. Risen finde ich, sind wir eh schon gut unterwegs. Ich glaube, ein Drittel des Spiels werden wir schon geschafft haben. So circa in etwa. Und wie gesagt, ich kann es immer noch nicht fassen. Ich, warte mal. Au, na, okay, ich träume nicht. Ich bin wach. Gut. Alles klar. Nein, und auch Ada freut sich. Sie wird euch am liebsten allesamt umarmen, weil sie uns schon so auf die Pelle rückt. Aber sie lässt sich lieber mal die Sonne auf den Rücken scheinen. Und wie gesagt, vielen lieben Dank euch allen. Ich bin einfach nur happy. Wirklich wahr. Einfach nur happy, dass sich auch gleich die ganze Kamera im Kreis dreht vor lauter Freude. Nein, ich muss ehrlich sagen, ich hab früher schon mit dem Gedanken gespielt gehabt, selber mal einen Kanal zu eröffnen. Aber ich habe mir echt nie drüber getraut und irgendwann dachte ich mir, ach komm, hupf in Gatsch, trau dich. Und ich darf mal so frech sein und sagen, ja, ich darf die ersten Lorbeeren einheimsen. Wir dürfen die ersten Lorbeeren einheimsen. Und wie gesagt, ich freue mich auf die nächsten 50 Abonnenten, denn ich möchte auch gerne ein 100 Abonnenten-Special machen. Genauso freue ich mich auf die nächsten 100 Spiele, die wir gemeinsam erleben, durchleben, zocken, durchzocken dürfen und werden. Ich hoffe, YouTube bleibt uns noch ewig und lang erhalten. Und ich hoffe auch, dass sie
Was die Amerikaner und so betrifft, ne, der ganze Skandal, der jetzt vor einigen Tagen war, ich hoffe, dass sie da die Riemen wieder etwas locker ziehen. Immerhin, ich meine, dem Staat gehen schon einige Steuern flöten und so, ne? Also, lieber amerikanischer Staat, denkt doch wenigstens an die Kohle, die euch durch die Finger rinnen, ne? Wer weiß, vielleicht ist das schon Ansporn genug. Damit sie das wieder zurücknehmen, zumindest zum Teil. Naja, solange wir eben hier in Europa sind und YouTube hier noch seine Sachen ausstrahlen lässt und wir noch aufnehmen dürfen, glaube ich, werden wir hier kaum Probleme haben. Denn Meinungsfreiheit ist bei uns doch noch schön geschätzt. Jo. Gibt's sonst irgendwas zu sagen? Außer nochmal 100.000 Mal Danke, Millionen Mal Danke, Danke, Danke. Und ich freue mich nach wie vor, ich freue mich auch schon wieder auf die nächste Aufnahmesession, sag ich mal. Also auf morgen. Für heute bin ich schon fertig. Ich muss nur noch rendern und dann lade ich auch schon hoch. Und ja. Ach ja, übrigens, das Gesicht hier, ne? Das steckt wirklich hinter Zockerbraut, ja? Ich habe die Haare vom Bild nicht so ganz hinbekommen. Dieses, wie soll ich sagen, Kupferrot, wie man so schön sagt zu mir. Das gab es bei der Auswahl leider nicht. Also, naja, musste es ein Orange tun. Und ich habe auch kein violettes Leiberl an, fällt mir gerade auf. Ja, hätte ich auch wechseln können. Aber macht ja nichts. Grün ist ja auch keine schlechte Farbe. Naja, wie gesagt, ich bedanke mich nochmal aufrichtigst bei euch allen. Ist kein perfektes Video jetzt gerade, aber das liegt auch daran, dass ich gerade voll innerlich total wow bin und mich einfach nur freue und das Ganze einfach, wie soll ich sagen, auf uns gerne wirken möchte. Jo. Und Ada tanzt doch schon vor lauter Freude. Devil Dance. Ada! Die macht voll Devil Dance. Schau dir Kotzi zu, oder was? Hä? Ich wusste schon immer, dass sie heimlich in ihn verknallt ist. Sie hat es mir mal heimlich erzählt, dass ihr alle nicht zugeschaut hat. Ich schwöre. Und letztens, als wir mit Kotzi da ein bisschen unterwegs waren, da hat er mir auch solche komischen Anmerkungen gemacht, dass er Ada gar nicht mal so schlecht finden würde. Und jetzt tanzt sie da für ihn wirklich auf den Tisch. Nicht schlecht. Na fein. Ich wollte jedenfalls nur ein kleines, klitzekleines Special machen. Eigentlich wollte ich auch ein anderes Spiel dazu wählen, aber das hat gestreikt, das wollte nicht. Vielleicht klappt es mal in einem Let's Play mal so ein kleines, schauen wir mal. Welches das ist, verrate ich nicht, für den Fall der Fälle, dass ich es nicht hinkriege, dann ist niemand enttäuscht, außer ich. Aber es gibt zum Glück so viele, so, so viele Spiele. Ich glaube, ein Leben reicht gar nicht aus, um die alle durchzuzocken. Na fein. Die Zukunftspläne stehen. Ich freue mich vor allem auch schon aufs nächste Jahr. Da gibt es schon den einen oder anderen Titel, auf den ich mich besonders schon freue. Ist auch ein Geheimnis, verrate ich noch nicht. Und ja, wie gesagt, danke nochmal. Danke vielmals für die wunderschöne Zeit, die ich mit euch allen verbringen darf. Und ich freue mich auf weitere schöne Zeiten, auf weitere schöne Spiele, auf weitere Tipps und Tricks von euch. Genauso wie Wünsche, Anliegen, auch Beschwerden. Ich nehme alles gerne an von euch, keine Frage. Nur wenn es geht, bringt es mich nicht zum Weinen, außer vor Freude. So, ich höre jetzt lieber auf, bevor ich nochmal Quatsch rede. Also auf jeden Fall nochmal vielen, vielen lieben, lieben Dank. Ich habe jetzt zwar keinen Kuchen da, aber ein leeres Heferl habe ich da. Moment. Du machst zumindest symbolisch so. Ein Kaffee für uns alle. Bröstlichen, ihr Lieben. Und somit vielen lieben Dank fürs Dabeisein immer wieder, für die 50 Abonnenten, die ihr mir immer so lieb und so treu zur Seite steht und auch alles anschaut und zuhört wie immer. Und für die Tipps, für die Tricks, für alles, einfach für alles vielen, 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 vielen lieben herzlichen Dank. Und ich freue mich auf weitere schöne Stunden gemeinsam mit uns allen. In diesem Sinne, vielen Dank für alles.
Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr dieses Special hier schaut. Und wir hören und vielleicht sehen uns auch beim nächsten Mal. Tschüssi!